Ahoi und willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake, das Let's Play, das offizielle. Ja, in der letzten Folge sind wir in Sektor 7 hier, einigen Shinra-Soldaten hier entkommen und ja, Barrett und Co. Wir sind schon mal vorausgegangen, wir sollen uns mit denen treffen und ja, wir rocken immer noch so eine schöne Blume an unserer Brust, von die wir von diesem Blumenmädchen bekommen haben und ja. Ich habe vor 10 Minuten noch hier ein bisschen Tales of Vesperia aufgenommen, deswegen habe ich Angst hier. Ich bin schon wieder ein bisschen draußen, so Gameplay-mäßig. Ich bin wieder drin. Okay, ein Schritt gegangen. Wir sind in den Slums von Sektor 7, ne? Ja. Und ja, schauen wir uns hier noch so ein bisschen um, ne? Ich weiß noch nicht, kann ich hier meine Waffe ziehen? Du. Was? Schon nicht auffällig genug, dass ich hier mit so einem dicken Ding hier rumlaufe, ne? Und dann schwinge ich das hier auch noch hier so durch die Gegend. So, ich hätte gedacht, ich kann mir jetzt hier, weiß nicht, ein Hotdog oder irgendwie sowas holen, keine Ahnung. Aber nee, Cloud ist kein Hotdogs. Wir sind nicht so hardcore wie der drauf, ne? Hey, warte mal. Das sieht irgendwie so aus, ne? Ich hab's auf der Karte irgendwie so, weiß ich nicht. Ein kleines Gebietchen gesehen, deswegen habe ich gedacht, da ist vielleicht was, aber nö. Ja, gut. Nein, sind wir nicht. Ich meine, glaube ich schon wieder voll zu nah am Mikro dran, ne? Der die Ohrtrommeln von all meinen Zuschauern hier weggedröhnt. So. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ja, stimmt, der deutsche Synchro. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Es fällt mir jetzt das auch. Haufen sein. So ungewohnt. Die ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Was? Hast du Höhenangst? Vergiftung. Hi. Nicht schon wieder. Okay, die fliegen einfach weg. So, ist das hier dieser Ort? Ich glaube, da ist sogar dieser Ort. Ja, okay, den Ort kenne ich sogar. Ich weiß, was hier später passiert. Ja. Gut, hey, da hinten sehen wir unsere Kollegen. Erstmal gehen wir hier hin. Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich habe mal den Synchronsprecher von Cloud gegoogelt und irgendwie hat er niemanden gesprochen, der mir bekannt vorkam. Der spricht angeblich Ash von Pokémon. Warte. Ich werde jetzt Ash in vollkommen anderen Licht irgendwie jetzt sehen. Aber irgendwie nur in den neueren Folgen so, glaube ich, weil also ich habe Ash Stimme habe ich noch so halbwegs im Kopf, aber angeblich ist der Sprecher von Cloud die gleiche Stimme von Ash und da denke ich mir nur so, was? Aber sonst ist da irgendwie niemand irgendwie so drin gewesen, ja. Der hat viele Anime-Rollen, aber keine von denen, die jetzt mir so bekannt vorkamen. Also keine Ahnung, ich höre schon wieder hier so Sachen. Ich habe den Dragon Ball Z Kakarot auch irgendwie so gedacht. Ich habe gedacht, den Synchronsprecher, den kennst du. Und dann war doch irgendwie so jemand, der mir nichts sagt. Oh Gott. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich weiß, das Spiel, da will, dass ich da hingehe, aber nein, okay. Achtung. Achtung, sie gehen falsch. Ich nehme an, ich soll ja dann so durch. Upsala, ne. Ich weiß, wo wir sind, ja. Diese ganzen Gebiete, hier diese, die mir alle bekannt vorkommen, so in so einen anderen. Oh, guck mal, wer da ist. Wieder da!
Warst du denn auch schön brav? Mhm, war ich aber tiefer. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Hm. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Ja, Tifa. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Ich nehme an, die erste Waifu von vielen Leuten. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich. Mein Geschmack war die noch nie so, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ja. Aber Aeris irgendwie auch nicht. Upsala. Ja, okay. Ich meine, wir haben den Namen von Sephiroth gesehen in den Untertitel. Also ja, kann ich auch direkt hier, weiß nicht, Aeris spoilern. Ja, das Blumenmädchen heißt Aeris. Wow, großer Spoiler. Mein Gott. Spiel ist 23 Jahre alt. Und ja. Also mein Lieblingsweiblicher Charakter, der kommt gar nicht in diesem Spiel vor. Das ist schon mal ein bisschen zum Kotzen. Ja. Marlene. Na? Du Drecksker! Hey, Barrett! Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lädchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö, ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein, ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Mach meiner Tochter keine Angst, hörst du? Ach, was? Warum sollt ihr denn Angst haben? Vielleicht vor diesem gigantischen Schwert auf meinem Rücken? Ach, was? Unsinn. Du, was Cloud, geht? Ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke, das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Ja, ich liebe es, in so einem Slum hier zu leben. Das ist richtig krass. Ja, danke. Chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich... Wie viel Text da aufploppt auf der linken Seite manchmal. Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay. Wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Ich glaube, Jessie steht auf mich. Hast du dich schließlich ständig nur gezofft? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Bix bewundert mich. Wedge war das, der Dicke. Sektor 8 gezeigt haben. Das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Aber Shinra war das halt, ne? Was wir ja nicht wissen. Da waren auch irgendwie neue Szenen. Übrigens, die kamen im Original nicht so vor. Die Stella mit diesen beiden Leuten, die man gesehen hat. Das Zimmer ist im ersten Stock. Die alles beobachtet haben. Ich weiß natürlich, wer diese Leute sind. Aber... In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Geil, und da soll ich leben. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt...
Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Okay, verdächtig. Ich gehe mal da anklopfen. Nee. Will hier keinen überrumpeln. Dafür ist morgen Zeit. Na, tu mal morgen überrumpeln. Oh, guck mal da. Was passiert, wenn der Daniro sich hier umschaut, ne? Findet er schon wieder direkt Schätze. Na, guck mal, jetzt hier. Keine Ahnung, Ultima-Schwert oder irgendwie sowas, ne? Phoenix wieder. Das ist auch nicht schlecht. Ich hatte, glaube ich, nur noch ein oder zwei von denen. Das Spiel ist jetzt nicht so einfach, als dass ich jetzt hier ohne kaputt zu gehen, ja, durchkomme. Gut, dann gehen wir mal uns aufs Ohr legen, nehme ich an. Aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gildi abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Damit hat mich tiefer mehr oder weniger hier als Geisel gehalten. Das kommt von nebenan. Ja, diese Geister, die sind ja auch noch hier, ne? Leidvolles Stöhnen. Stöhnen könnte auch was anderes sein, aber gucken wir mal nach, ne? Hallo? Hey. Alles okay? Ich komm rein. Haben schon Cloud. Die Typen. Klar. Mit den Nummern auf, ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, was die waren. Da waren irgendwie so Sekten an Angehörige von Sephiroth, oder? Ich hau jetzt einfach die ganzen Spoiler raus, ist mir jetzt egal. Ich habe, das ist irgendwie komisch hier, das alles zu erklären, ohne irgendwie auf Spoiler zu achten. Deswegen rede ich jetzt einfach so volle Möhre drauf los, ne? Habt ihr ja nichts dagegen, oder? Spoiler-Gefahr. Ich glaube, ich habe am Anfang auch gesagt, irgendwie, ich hau Spoiler raus und dann habe ich es mir wieder anders überlegt mittendrin und jetzt mache ich es trotzdem, also ja. Dann nehme ich Dreieck. Oh Gott, hier sind ja hell. Sehe ich auch zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie man das aufmacht.
Das auch nicht. Was war das gerade mit dem Schwert klaut, ne? Das ist ein Nachteil, wenn du so ein dickes Ding ja mit dir rumschleppst, ne? Hallo, du bist dann wohl Cloud, habe ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn es um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Mal, du siehst aber gar nicht gut aus. Kriegst du genug Schlaf? Nee. Ich träume immer von diesen gut aussehenden silberhaarigen Typen, der mich irgendwie umarmen will, so wie das gerade aussah. Was? Ja, ja. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen erstmal hier gucken. Du siehst irgendwie wichtig aus. Für was? Sie sehen irgendwie voll verdächtig wichtig aus. Der Typ, den Wedge meinte? Was auch, wo du mit dem Ding zählst, hallo? Ja, fetter Prügel. Verkauft dir was? Na, danke. Meinte der mein Schwert? Alter, ist da ein dickes Teil. Wegen defekter Tore, akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Okay. Fetter Prügel. Danke. Beim zweiten Mal ist es noch erstaunlicher, ich weiß. So, Waffen habe ich da gelesen. Kann man da Waffen kaufen? Ich meine, war irgendwo mal so ein Ort, wo man irgendwie so ein Tutorial oder so spielen konnte noch, ne? So. Boah, ich dachte, der wäre nackt. So. Sogar diese Kniebeugen gemacht, die ich später machen muss. Ja. Was? Okay. Davon muss ich Jesse erzählen. Ich habe gar nicht direkt da gedrückt, aber okay. Geht auch so anscheinend. Ne? Nein. Da wollte ich nicht hoch. Hier will ich rein. Da kann ich nicht rein. So, wo waren wir noch nicht? Da waren wir noch nicht. Schauen wir uns hier nur so ein bisschen um. Aber das hier, da komme ich irgendwie noch nicht rein. Dann gucken wir mal. Ist das hier Kindergarten? Na, guck die mal an. Ja, sehr gut. Epischer Kampf zwischen Gut und Böse. So, hier war ich auch noch nicht, ne? Ja. Was denn? Was meinst du? Sollten wir? Das ist eine Sackgasse. Was? Wir haben jemanden in der Bürgerwehr, der die Katzensprache beherrscht. Was? Worum ging's denn da? So, haben wir alles hier abgeschaut, ne? Hier ist noch irgendwas. Aber da konnte ich nicht hin, ne? Okay. Ist ja nicht das letzte Mal, dass wir schon wieder hier sind. Ich glaube, diesen Ort sehen wir doch gar nicht mehr wieder irgendwann, ne? Deswegen, weil ja nur so einige Orte abgesperrt sind, deswegen weiß ich nicht. Verwundert mich dazu irgendwie, dass wir noch nicht hier alles hier erkunden können. Was sind jetzt zum Beispiel noch?
Hinter der Piepengasse haben sich wilde Bestien eingenistet. Nur die Hartgesottenen trauen sich dahin. Ich wäre lieber vorsichtig. Danke. Meinst du das hier? Jo. Da kann ich meine Waffe ziehen. Verdächtig. Oh, das ist eine Truhe. Handgranate, die muss ich auch mal versuchen einzusetzen. Wenn wir sehen, wie das aussieht. Ich meine, die werden immer in Speedruns irgendwie eingesetzt, ne? In dem Original. Weil irgendwie voll viel Schaden machen. Jetzt mal, wenn ich so eine Gegnergruppe sehe, versuche ich mal. So mitten so da reinzuwerfen. So mittendrin in die Fresse. Na, wenn du unterwegs bist, hörst du manchmal Musik, die in Lehen oder von Stadtbewohnern gespielt wird. Wird ein Musiksymbol angezeigt von Lenor verkaufen. Letztens im Honigtöpfchen am Wallmarkt ein so krass heißes Bienchen. Vielleicht sollte ich gucken, ob ich irgendwo etwas Geld verdienen kann. Oh, ich hab's gehört. Das hat Chocobo-Thema, glaube ich. Nur halt sehr verkrüppelt. Okay, cool. Okay, ich habe irgendwie ein Lied bekommen. Auch nicht schlecht. Ich finde aber auch das von 13.2 am besten. Dieser Heavy Metal Song. Irgendwie hassen den aber voll viele Leute. Muss ich das Lied mal irgendwie auf YouTube hier irgendwie so anschauen, die Dislike, der Dislike Button Balken, der Dislike Balken ist voll riesig. Da denken sich, oh, ist voller respektlose Song. Ich finde voll Hammer. Ist immer noch besser als der offizielle Chocobo Song in dem Spiel. Also verstehe die Leute nicht. Ey. So, kann ich mir irgendwie so einen Wegpunkt oder so. Nicht so aus. Das heißt, ich muss die Karte die ganze Zeit hier aufmachen. Weil für mich nichts Neues ist. Ist genau wie in Elder Scrolls Online oder so. Kann ich keine 5 Meter laufen, ohne dass ich die Karte die ganze Zeit auf habe. Weil da kannst du dich bewegen, während die Karte auf ist. Also da. Ist doch, hier ist noch was. Hey, was geht? Na. Kätzchen. Ich glaube, da gibt es jemanden, der Katzensprache kann. Ich weiß noch nicht, wo ich den finde. So, noch eine Truhe. Boom. Viper. Ach, das hat, glaube ich, die Limitanzeige schneller gefüllt, ne? Ich glaube, dann hat man mehr Schaden bekommen. Aber die Limitanzeige erhöht sich schneller. Das habe ich immer voll oft eingesetzt. Weil die Limitangriffe so broken sind. Obwohl eigentlich nicht, weil nicht so die Sachen. Diese, wie heißen die nochmal? Diese Limitangriffe. Final Fantasy 8, die waren viel mehr broken. Muss es nur irgendwie niedriger AP haben, dann konntest du sie immer wieder einsetzen. Ne? Da war voll gestört. So. Habe ich jetzt hier alles. Ja. Was ist das Zeichen da? Jukebox. Ah, okay. Da habe ich gesehen, mit 3 Krute. Also kann ich doch irgendwie markieren. Ja, dann gehen wir mal in den 7. Himmel. Die Bar von Tifa. Ja, ich spreche sie auch richtig aus, ne? Ich muss ja eigentlich nur hören, wie die anderen Leute die aussprechen. Also ja, aber ich bin immer so ein Blitzmerker, was sowas angeht. Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universal-Entgiftungsfilter. Ohne die das Wasser hier ungenießbar. Und der 7. Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Ach, muss das sein?
Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Habe ich schon erkundet. Zeig mir was anderes. Naja. Na gut, hier Jukebox. Nicht die da. Die da. So, kann ich jetzt... In Jukebox kannst du deine Lieblingsmusikstücke hören. Je mehr Schallplatten du sammelst, desto mehr Musik mit der Jukebox abgespielt werden. Wenn unterwegs an Stern aufgesammelt werden, an denen ein Musiksymbol erscheint. Tiffas Thema erhalten. Ich höre gar nicht. Ich höre irgendwie gar nicht. Oder wird gerade Tiffas Thema abgespielt? Ist das Tiffas Thema? Ich weiß auch gar nicht. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tiffa. Falls das nicht Tiffa reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute krieg, kein Problem. Na gut. Tun wir uns noch ein bisschen mehr Arbeit aufheizen. Warum nicht? Da kann ich dann noch mehr Musik einsammeln in dem Ding. Wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo Tiffa, wie schön dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Was? Cloud? Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn es sein muss. Warte mal, ich soll direkt mein Geld verplempern? Was? Mit Materia? Ausweichrundschlag. Ich habe alles bis auf Frost. So. Oh, Prälude. Musik, her damit. So, Plattensammler. Gott. Schaffe ich jetzt mit 2 Phönixfedern? Kaufen wir eine noch. Gegengift, einfach nur so zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Und dann kaufen wir uns. Ja, aber dann kriege ich noch am Ende eine. Ne? Pass auf, so läuft das immer. Das ist genau wie in den Tales of Spielen. Ne? Ich kaufe mir immer gerade neue Rüstung, tue irgendwie alles sammeln. Und dann kriege ich irgendwie ein paar Stunden später doch welche. Ich kaufe mir jetzt eine. Ihr könnt mich nicht davon abhalten. Gewitter hat Barrett noch, das weiß ich. Besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Na, lass mich das mal erkunden. Nee, kann ich nichts machen. Schade. Ich dachte, an diesen Ding kann ich irgendwie... Ja, da ist die Prolut, höre ich gerade. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Die kann mich auch nicht leiden. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Aber die kann mich auch nicht leiden. Ich glaube, die hat mir sogar gedroht letztens. Ja, mit der stimmt halt nicht. Hallo Male, wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Niemand kann mich leiden. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein miese Peter wie der außer Kämpfen schon können? Ne?
Wenn Sie meinen. Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer. Alter, hat die beste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Ich bin wortwörtlich hier vorbeigekommen. Die hat direkt gesagt, oh, der Typ. Ich habe wortwörtlich gar nichts gemacht, ey. Ja, okay, das ist verständlich. Wehe, du machst tiefer Kummer. Dann setzt es was. Gott verdammt. Was haben die Leute hier alle gegen mich? Sieht man. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Gut. Warte schon. Der springt mich gleich irgendwie mit einem Gewehr an oder so. Pass auf. Ja, mit einem Gewehr springt er mich an. Ich wollte eigentlich Schwert sagen oder irgendwie so, aber nee. Geh mal aus dem Weg. Der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Ja. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Oh, spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Hätte ich mich auf den Arm nehmen? Tja, gute Frage. Naja, also... Wir haben erst morgens. Glaube ich. Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum. Und ja, weil mich auch jeder hier so lieb hat, ne? Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Ach, ich kann überhaupt nichts bei dem machen. Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich. Sehr schön. Gibt es keine Möglichkeit? Aber ich würde aber sagen, bevor wir da oben hingehen, dann. Weiß nicht, machen wir hier einen Schnitt. 33 Minuten, ja, klingt gut, ne? Wir nehmen noch hier irgendwie unser Geld am Einsammeln und haben irgendwie nicht viel erreicht, aber was soll's. Und ja, sagt doch mal. Ich bin der Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Es wäre sehr lieb von euch. Und dann sehe ich euch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.